Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. So, kann man den eigentlich, weil der jetzt gerade da ist. Ich möchte es mal probieren einmal. Probieren wir es nicht aus. So, wir gehen zurück zur Unruhstadt, oder wir parten zurück und probieren es bei ihm aus. Ah, das ist wirklich ein One-Hit-Wapper, die von hinten angreift. Okay, auch interessant. Wir parten uns jetzt mal zu Unruhstadt zurück. Unruhstadt und zurück. So, jetzt habe ich's. So. Zu Unruhstadt, genau. So, und wir gehen zur Lotterie. Und spielen hier wieder. Rubine haben wir, ja. Einen wunderschönen guten Tag. Du hast jetzt die Chance, ja. Na, wie wär's? Ich nehme teil. So, muss ich kurz wieder nachschlagen, was die Zahlen sind am dritten Tag. Ist es ein 9 oder 0er? 974 oder 074? Ich hoffe, das ist ein 9er. Nein, ich glaube, das war aber ein 0er, oder? Das ist jetzt doof. Kann ich da schnell nachschauen? Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann nachschauen. Sorry, das. Normalerweise, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich es angekündigt, dass ich jetzt besser vorbereitet bin. Man sieht es. Meine Rechtschreibung, also meine Schrift putzt mir da wieder meine. Warte mal, wann habe ich denn das gemacht? Das habe ich beim letzten Zyklus noch nach dem Tempel habe ich das gemacht. Das bedeutet, das müsste die in dieser Folge sein. So, ich muss kurz meine alte Folge machen. Sinn. Folge 28, genau. So, jetzt muss ich nur noch das finden. So. Wenn ich es nicht gleich finde, dann werde ich einen Cut setzen. Ich glaube, das wird wirklich ein Cut werden. Ich weiß nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Warte mal, war ich da in der Lotterie? Ja, da war ich in der Lotterie, passt. Pech gehabt, ja, Bruder. Es war wirklich 974, alles klar. 974. 974. So, okay, sorry. Passt. 974, 974. Kann ich das wieder zumachen, das kann ich wieder zumachen. Genau, Aufnahme läuft eh noch. Alles schlägt aus, ja. 974, genau. Die Gewinnzahlen werden in Kürze bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt heute Abend zwischen 6 und 11 Uhr. Das Los hat nur heute Gültigkeit. Perfekt, so. Gut, dann haben wir das hier. Jetzt machen wir Folgendes. Wir teleportieren uns jetzt nochmal zur Milchstraße, weil das sollte jetzt eigentlich noch gehen. So, genau. So, holen uns Epona. So, diese. Gut, und besuchen jetzt nochmal die zwei Kollegen hier. Die nicht mehr hier sind. Okay.
Mist. Ah, da kommt uns aber auch durch. Steht da. Rennbahn, Hintereingang. Bitte melden Sie sich im Haupteingang zu Ihrer Linken. Okay. Kann man das jetzt nicht mehr machen, weil wir... Hast du was zu sagen noch? Weil wir... Der Weg ist schon wieder frei. Okay. Weil wir... Wie hieß es nochmal? Gremia, glaube ich. Geholfen haben, die Milch auszuliefern. Könnte natürlich sein, dass die jetzt abgehauen sind. Da werden sie wahrscheinlich auch nicht sein. Und das würde dann bedeuten, dass wir das dann am nächsten Tag machen müssen. So was zu sagen. Reden. Hey du! Du willst das nicht einrosten, oder wie wär's mit ein bisschen Übung? Ah, nö, danke. Hm, sehr selbstsicher. Ich weiß. Wo ist denn die Gremia? Derer wollte ich jetzt eigentlich reden. Kann übrigens, warte mal. Wie spät ist das jetzt? Ja, ich kann. Die Zeit wieder mal. Ah. Was ist jetzt, wenn die erste Note nicht gezählt wird? Die Zeit wieder normalisieren. Weil dann haben wir jetzt aber eh keinen Stress, nachdem das mit den Gebrüder, mit den Bros da nicht funktioniert. Das müssen wir halt dann beim nächsten Durchlauf machen. Ist das hier drin? Da zumindest mal nicht. Oben. Öffnen. Nö. Okay. Schade. Aber okay. Okay, na gut. Dann lassen wir das und verlassen wir das Ganze wieder. Ja, und dann können wir das Rennen leider nicht machen. Gut, dann könnten wir aber... Und nochmal, haben wir das Quellwasser noch? Das haben wir noch. Ja, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns noch was anderes an. Da ist sie auch nicht mehr. Gut, wir brauchen wieder eine Wundererbse. So, das bedeutet, wir müssen wieder zu den Zümpfen des Vergessens. Genau, weil ich habe nämlich offscreen noch so eine weiche Stelle gefunden. Die will ich jetzt noch austesten. So. Neue Schwerterbengel wieder testen. Mir sehr gut gefällt. So. Du verkaufst ja nur ein Deko. Das heißt, ich muss Maske absetzen. Dekoschale aufsetzen. Zum Glück haben wir ÖVP, ne? Ja, bitte. Danke. Bitte. So, und zurück zur Unruhstadt. Ja. So, in der Unruhstadt. Wo geht's zum Canyon? Das haben wir denn schon weggeschickt? Den haben wir auch schon weggeschickt. Okay, ja, weg. Dann holen wir uns schnell die Rubine da. Mal darauf. Hopp.
Den Salimina 50 Rubine. Gut, wo geht's denn zum Canyon? Geht's hier zum Canyon? Ah, der lässt uns da wieder nicht durch. Okay. Warten Sie einen Moment. Wissen Sie, ob der Karneval... wissen Sie Bescheid, ob der Karneval nun abgesagt wurde oder nicht? Wenn Sie es nicht wissen, ist das nicht weiter schlimm. Ich fühle mich nur ein wenig unbehaglich. Auf jeden Fall führt diese Straße zu den Sümpfen. Da will ich nicht hin. Okay, das Gespräch, das habe ich auch noch nie mitbekommen. So, wir könnten auch wieder das hier machen. So. Geht's hier raus? Ich will Ihnen jetzt keine Angst machen oder so, aber momentan ist es sogar in der Schädelbucht besser als hier. Verlassen Sie die Stadt, solange Sie noch können. So, geht's zur Schädelbucht, okay. Das gibt's doch nicht. Erfische genau wieder den letzten Ausgang. Der war nicht wahr sein. Oben ist das, das Pictronia-Dingens da, ja. So, dann will ich hier raus. Was hast du zu sagen? Diese Straße führt zum Felsenturm. Ja, da will ich hin. Ich will Ihnen keine Angst machen. Sie sollten aber aus der Stadt verschwinden, solange Sie noch können. Ja, ich verschwinde aus dem... Ich werde den Ort nicht verlassen, ich werde Zeit verlassen. Das ist mein Schmäh. So, und zwar, hier hinten, das habe ich gesehen nämlich, das könnt ihr auch mal testen. So, nachdem es jetzt nicht regnet, brauchen wir jetzt das Quellwasser. Perfekt. So, wo führt uns das hin? Wahrscheinlich einfach nur darauf, würde ich mal vermuten. Da ist zum Beispiel ein Loch. Das ist schon mal sehr interessant. Das war dumm. So, jetzt will ich schnell wieder zurückkommen. Schnell, habe ich gesagt. Also vielleicht sollte ich die Hasen und ausziehen, wenn ich hüpfe. Dann wird das auch was. So, um 13 Uhr habe ich wieder was geplant übrigens. Das heißt, wir sollten da jetzt langsamer wieder die Zeit verlangsamen. Hä? Jetzt interessiert es mich aber bald nicht mehr. Kann man da rein und raus gehen? Ja, da ist das Blatt wieder. So. Probieren wir es noch einmal. Jetzt funktioniert das bitte. Jetzt. Oh. Okay, das ist eine Truhe. Vielleicht wieder nur Rubine oder schauen wir mal. Grabbelminen. Ich brauche nur weniger, sehr gut. Okay, so. Jetzt wieder raus. So. Geschleift. Gibt es da sonst noch was? Da hinten ist irgendein roten Rubin. Da ist sonst nichts bei denen zwei. Da ist auch nichts und da hinten ist ein auffälliger Krug. Mit einer Fee, okay. Die brauche ich wirklich nicht. Ja, und den Rubin haben wir es verpasst, aber das ist mir jetzt wurscht, ehrlich gesagt. So, wir verlangsamen wieder die Zeit, weil jetzt habe ich wieder was zu tun. So, da... Ich weiß nicht, ob er die erste Note genommen hat, weil er mich verspielt. Ja, bitte wieder verlangsamen. So.
Alles klar, geht wieder rein. So, wo rennt er? Ich will. Das ist ein Song von Rammstein. Ich muss zum Waschplatz. Könnten uns das Herz holen, einfach so. So. Und ich möchte jetzt schauen, weil. Ob man zu Kaffee schon hinkommt. Also zumindest zum Kuriositätenhändler, der sich im Haus befindet, weil. Hier, laut der Zeitangabe, müsste man das schon können. Schauen wir mal. Uah, aufpassen. Ja, da ist er. Huch, der bemützte Junge. Kaffee bitte dich seiner Mutter, dies zu überbringen. Die Eilpost an Mama. Ja. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen Laden. Kaffee hat ihn gesehen und plötzlich erbleicht er und läuft ihm nach. Dieser Kerl ist ein geiziger Dieb namens Sakon. Ich glaube, er kommt aus Ikana. Mhm. So. Dann haben wir das jetzt gemacht. Jetzt muss ich kurz schauen wieder. Gut, jetzt können wir... Ich hasse das... Ja. Die Zeit wieder normalisieren. Jetzt geht es erst ab 18 Uhr wieder weiter. Perfekt. Dann haben wir jetzt diese Eilpost wieder. Sehr gut. So. Dann könnte ich euch noch etwas zeigen, das ich nämlich auch offscreen getestet habe. Dafür müssen wir aber nochmal raus. Jetzt probiere ich das mit der Rubine an, nochmal. Zuerst schaue ich, warte mal. Hier nicht. Hier auch nicht, okay. Jetzt probieren wir das mit der Rubine nochmal. Ich will den Rubin haben. Dann könnten wir uns hier eine Kiste auch noch holen. So, wir schaffen das jetzt. Maske ausziehen. Oh. Ja, jetzt haben wir den. Okay, passt, sehr gut. So, und zwar will ich euch etwas zeigen. Und zwar, könnt ihr euch noch erinnern, dass uns ein Stein gesagt hat, dass die Raben, die da vorbeifliegen, Musik mögen. Denen kann man nämlich einen Song vorspielen, und zwar dieses Lied. Ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, und ich weiß nicht, warum man genau dieses Lied spielen muss. Vielleicht geht es mit anderen Songs auch, aber jetzt droppen die Rubine. Schauen wir mal, vielleicht droppen die mehr Rubine, wenn man allein sammelt. Probieren wir einfach mal aus. So, was brennen. Gehen wir einfach mal eine Runde. Ich denke mal, ob das was bringt. Wenn nicht, dann habe ich es euch gezeigt zumindest. Sechs bei den Brunnen. Oh! Okay. Das war es jetzt dabei. Es fliegt wahrscheinlich weg. Ja. Cool! Haben wir wieder ein paar Rubine gemacht, dann holen wir uns, wenn wir schon bei den Brunnen sind, holen wir uns die auch noch. So, und dann wird es eh schon Nacht. Perfekt. Dann haben wir die Zeit super gut geschlagen. Sollte öfters machen mit den Notizen. So. Gut, genau, die weiche Stelle haben wir. Das habe ich euch auch gezeigt mit dem Raben. Die Rubine, die Schatzkiste am Turm haben wir auch schon. Und ja, hätten wir jetzt noch Zeit, gut, die eine Kiste könnten wir dann noch holen, sonst hätte ich jetzt die Zeit, wären wir ein bisschen nach vorgesprungen. So, wir zahlen schon mal die Rubine ein.
Ja, ich glaube. Ne? Perfekt. Weil ich glaube, dass wir jetzt dann bald wieder zum ersten Tag zurückkehren. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? 1500, kriegen wir was? Wahrscheinlich auf 2000. Gut, dann warten wir kurz, bis es Tag ist. Nacht ist. So, weil zwei Punkte habe ich mir noch auf meinen Fahrplan noch aufgeschrieben, was ich noch machen möchte. Und dann sind wir echt fertig für diesen Zeitzyklus. Zeitpunkt habe ich mir aufgeschrieben, den dritten Punkt machen wir auch noch. Den habe ich nicht aufgeschrieben. So. Schneller. So, jetzt brauche ich dann die Zeit auch nicht mehr verlangsamen. Es geht sich eh alles aus. Nach des letzten Tages, es verbleiben 12 Stunden. Gut. Dann holen wir uns jetzt die letzte Belohnung. Es erfolgt nun die Bekanntgabe der Gewinnzahlen. Deine Glückszahlen lautet 974. Die Treffer des heutigen, der heutigen Ziehung sind 974. Gratulation! Du gewinnst 50 Rubine. Und jetzt irgendwas Zusätzliches auch noch. Die Teilnehmer können jetzt ihre Gewinne abholen. Okay, schade. Kein Herzteil. Na gut, aber wir haben gewonnen. So, jetzt möchte ich als nächstes zur Milchbar. Weil jetzt geben wir der Mutter dann den Heilbrief. Sprich, diesmal macht man das nicht über einen Postboten. So, dazu müssen wir da rein. So, Maske wechseln, denn wir brauchen diese hier. Hi! Bist du etwas der, den ich auf die Suche nach Kaffee geschickt habe? Wie geht es voran? Hast du ihn gefunden? So, ich habe diesen Brief hier. Oh, eine Eilzustellung? Das ist von Kaffee, nicht wahr? Ich habe doch recht. Wunderbar. Du bist wirklich ein Meisterdetektiv. Ja, ja, Verzeihung. Mein Dank ist dir gewiss. Ja, ja, es ist ja schließlich dein Job. Oh, was? Du hast eine Flasche Chateau Romane erhalten. Ein Schluck von dieser cremigen Köstlichkeit füllt deine Magieanzeige wieder auf. Dein magisches Durchhaltevermögen wird darüber hinaus verstärkt. Lass deinen Gaumen von diesem edlen Geschmack liebkosen. Du hast einer Mutter die Gedanken ihres Sohnes überbracht. Dies wurde in den Notizbuch vererbt. Es tut mir sehr leid, aber alles, was ich dir geben kann, ist dies. Eigentlich wollte ich es dir ja schon früher sagen. Wirklich. Du, ich bin ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Wir haben wieder neue Flaschen. Cool. Nachdem wir das sowieso verlieren werden, trinkt man es einfach mal aus Prinzip. So. Und jetzt haben wir, das sollten wir vielleicht machen, bevor wir das letzte Mal, also bevor wir uns zum Endkampf stürzen. Das müsste ich mir irgendwo notieren, das können wir wirklich machen. Aber gut, dann haben wir das jetzt auch. Schauen wir kurz ins Notizbuch der Bomber. Ja. So. Was man bei denen übrigens noch machen kann, das weiß ich immer noch nicht. Ich würde jetzt aber mal abwarten, bis wir den letzten Dungeon durchhaben. Sprich, wenn wir dann im Canyon waren und wenn wir dann auch wissen, wo sich der Dieb versteckt, vielleicht können wir dann irgendwas noch machen. So, genau, da braucht man die Maske der Liebenden. Da braucht man nur die Zora-Maske, für ihn wahrscheinlich genauso. Bei ihr braucht man die Maske der Nacht. Bei denen müssen wir das Pferderennen machen, würde ich mal vermuten. Was, wenn man hier noch helfen kann, ich habe eine Vermutung, an die ich mich vielleicht noch erinnern kann, den haben wir eh. Okay, passt. Aber ich wollte euch nachsehen, die Mutter, wo ist denn die Mutter? Hier, haben wir auch fertig, perfekt.
Gut, dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt noch eine letzte Sache. Nachdem wir selber unendlich Energie haben. Wir haben jetzt sonst noch ein bisschen Geld. Und dann, ja, können wir eigentlich die Zeit wieder zurückspulen. Könnte wieder ein bisschen eine kürzere Folge werden. Aber ich nehme über 20 Minuten schon, das passt schon. So, und dann, ja, geht's zum Richtung nächsten Tempel, würde ich sagen. So. Hier will ich rauf. Okay, so funktioniert. Ah, verdammt, für die. Für das braucht man auch nochmal die Wundererbsen. Da könnte man einen Käfer freilassen. So, ja. Machen wir es einfach noch. Also, es wird jetzt nicht mehr recht viel passieren in dieser Folge. Ich werde jetzt nur noch ein paar Rubine farmen. Und diese dann abgeben. Und dann werde ich die Zeit wieder zurückspielen. Zu den Sümpfen des Vergessens, bitte. So. Wüsste ich auf die Schnelle, wo wir Käfer finden? Im Gasthaus theoretisch. Hier. Und hier. So, ein letztes Mal bitte noch. Ja. 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 Danke. Bitteschön. So. Eine Sache. Komme ich gerade drauf, was ich mir auch noch aufschreiben muss. Und zwar ist das das Loch hier vor der Schädelbucht. Da können wir, glaube ich, auch noch was machen. Und noch Stab, bitte, ja. So, und dann, ja, können wir kurz mal Revue passieren lassen. Was haben wir in diesen 3 Tagen alles gemacht? Wir haben die Romani Range das erste Mal besucht, haben beide Schwestern geholfen. Derer kleinen Schwester haben wir geholfen, dass die Kühe nicht entführt werden von Aliens. Die große Schwester haben wir begleitet bei ihrem Milchtransport. So, da kommt man nicht mehr rein. Okay. Doch, kommt man rein. So, dann haben wir 2 Flaschen auf jeden Fall bekommen. Wenn sogar 3 Flaschen. Nein, ich glaube 2 Flaschen haben wir bekommen. Ups. So. Danke. Genau, 2 Flaschen haben wir bekommen. Und beide Flaschen haben wir mit Milch bekommen. Eine besser als die andere. Ja, dann haben wir wieder das Schatzkistenspiel haben wir es auch gemacht. So, der lässt mich wahrscheinlich wieder durch, genau. Und haben uns hier das Herzteil geholt. Ja, und ich glaube, das war es im Grunde eh schon. Was wollte ich? Bin nicht multitaskingfähig. Der Mutter haben wir auch endlich den Brief übergeben. Da haben wir auch 3 Anläufe gebraucht. Aber gut, beim ersten Anlauf haben wir den Briefträger dafür geholfen. Genau. Wir haben ein besseres Schwert bekommen, das ist auch wichtig. Das wäre die Krähe. Bin sicher wieder in verkehrte Richtung gelaufen. Und dann haben wir auch endlich einmal die 2 verbleibenden Kisten in der Unruhstadt erstmalig geöffnet. In der einen waren 100 Rubine drin, das war cool. In der anderen Kiste waren nur 20 Rubine drin, wo ich mehr, wo ich mehr gespannt war, was da drin war. War, eben schon. So, hier will ich nochmal die Käfer freilassen.
Holen wir uns die Rubine auch noch. So, Lotterie haben wir dreimal gespielt und dreimal gewonnen. Leider hat es da nichts Besonderes gegeben. Aber ja. Rubine sind trotzdem mal ganz okay. Also, jetzt habe ich kein Quellwasser. Shit. Bin nur so schlau. So. Oh, ich nehme schon eine halbe Stunde auf. Ist doch schneller gegangen als gedacht. Ja, und im Grunde genommen, glaube ich, war es das. So, ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall jetzt wieder gemacht. Und ja, jetzt als nächstes geht es zur Schädelbucht. Und betreten hier dann den Wassertempel. Schauen wir mal, wie cool oder nicht cool der hier ist. An den kann ich mich ehrlich gesagt fast gar nicht mehr erinnern. So, wir könnten auch zum Abschluss an den Milch trinken. Einmal die wässrige und dann die richtige Milch. Wasser. So. Dann holen wir uns noch die eine Kiste da am Baumstumpf. Dann geben wir das Geld ab. Und dann könnten wir uns eigentlich in der Milch bei uns betrinken mit Milch. Und dann reisen wir zurück zum ersten Tag. Und dann werde ich die Folge beenden. So, ich will hier lang. So. Erst das hier. Und wir haben herausgefunden, ah ja, das Hunderennen haben wir auch gemacht. Haben wir zwar nichts Besonderes bekommen, aber wir haben es geschafft einmal. Und wir haben herausgefunden, dass man, wenn man am zweiten Tag was pflanzt, wo es regnet, dass es instant wächst. Falls wir da wieder mal was machen wollen und uns das Quellwasser ersparen wollen. Ich meine, Wundererbsen müssen wir sowieso kaufen und das Wasser befindet sich ja quasi gleich runter. Von dem her war er zwar wurscht. So. Was ich mich gerade frage ist, was passiert eigentlich, wenn wir dem Schmied bei der Bergsiedlung oder vor der Bergsiedlung, wenn wir dem Schmied das Schwert geben, dass er uns schärfen soll, dann haben wir kein Schwert mehr und dann reisen wir durch die Zeit zurück. Dann werden wir wahrscheinlich das Schwert auf einmal, oh, ist es soweit, wieder im Inventar haben. Aber streng genommen müssten wir so unser Schwert verlieren. So. Ja. Noch ein letztes Mal einzahlen. Ah, da hört man gerade im Hintergrund, wie der das komische Ding da beim Turm umklappt. So. Und wir haben das auch erledigt. So. Und ja, und dann würde ich sagen, machen wir das, was ich gesagt habe. Wir betrinken uns. Wir fangen mal mit der normalen, mit der wässrigen Milch an. Ah, die Milchbar ist da, ja. Ah, da muss man... Okay, ja, klar. Wenn ich Mitglied sein muss, dann... Stimmt, wir haben die Tänzerinnen, die haben wir auch. Denen haben wir auch geholfen. Davor haben wir den Geist gefunden. Wir haben wirklich einiges geschafft. Den Geist haben wir gefunden, von dem haben wir die Maske gehalten, nachdem wir ein Lied vorgespielt haben. Dann haben wir Kitsune, den Fuchs haben wir getroffen und haben uns die drei Fragen... Wir haben seine drei oder vier oder fünf Fragen beantwortet. Haben da auch ein weiteres Herzteil bekommen. Also wir haben wirklich einiges geschafft. Gefällt mir sehr gut. So, und jetzt, ja wie gesagt, betrinken wir uns noch.
einmal, zweimal. Pulverfacetten auch noch. Könnten mit einem Knall zurückreisen. Aber wir machen das diesmal mal in der Milchbar. So. Unsere letzte Milch auf euch. Der letzte Shot geht auch auf mich. Der letzte Milch-Shot. Das klingt irgendwie falsch. Aber egal. So, nur ein letztes Konzert. Kann nicht mehr mein Schwert zücken, schade. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, lass was gut sein. Kann man hier die Ocarina spielen? Ja. Und reisen wir zurück. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Ja, bitte. So, schauen wir mal, wo unser Pulverfass dahin fliegt. Bomben, Pfeile. Habe ich nicht gesehen. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Südomostadt. So, und da sind wir wieder. Alles klar, dann traditionsgemäß erstmal die Zeit wieder mal verlangsamen. Jawohl. So, perfekt. Ja, liebe Leute, und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.